herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Hof Bergmann mit dem Tigerfarm. Hallo! Hallo! So, und gleich zu Beginn, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. So schaut's aus. So. Ja, direkt mal den Strohbläser sauber, was auch immer anschalten. Ja, das wäre gut, den könnt ihr mal wieder sauber machen, nachdem ihr da letztes Mal noch das Chaos gemacht hast. Was denn? Ja, du weißt schon. Nee. Ich werde hier mit unserem 3-4 Gespann hier noch die Gerste abfahren. Da haben wir einen Preis im Moment von 820 immer noch bei der Kornmühle. Und da müsste dann das hier rauskommen. Ne, dafür gibt es ja gar keinen Preis. Hä? Was denn? Warum gibt es denn für das Säckchen mit der Mühle drauf keinen Preis? Weil wir die Parzelle nicht haben? Welches? Das viertletzte neben dem toten Menschen. Was da auch immer steht. Ist Mehl, glaube ich. Ja, aber wieso ist da nichts angezeigt? Das weiß ich nicht. Warum kann ich den Hase an? Warte, das könnte bei der Kornmühle sein. Das kann man aber nicht kaufen. Warum kann ich in den HWA nicht öffnen? Den HWA-Anhänger, der ist zu, den kriege ich nicht auf. Ist das nur ein Hack? Wie hast du das jetzt gemacht? G. Warum G? Ja, durchschalten und schau dann mal, N. Steig aus. Ja, ich hab das gemacht. Steig aus, komm raus da. So. Okay. Komisch. Ich hab das auch gemacht. So, wir haben noch 1772. Das ist gut. Das reicht dann noch für irgendwelche Tierchen. Mhm. Oh, da geht nichts mehr rein. 2 ist super viel. Das reicht super lange. Ja, 40.000 habe ich jetzt geladen. Verkauf mal. Gucken, wo ich hin muss. Nicht dahin kommen. Rechts und einmal. In der Verkaufsstation. Okay. Nein, echt? Ja, echt. So, und der Malonation LP hat geschrieben, dass wir uns doch lieber auf Kühe machen sollen wie auf Pferde, weil wir für die Kühe Milch kriegen, die wir weiterverarbeiten können in Käse und was? Butter, gell? Butter. So, und wer sich jetzt wundert über diese Straße, die kennt vielleicht der ein oder andere aus der Felsbrunnenkarte. Also die Straße hier ist gleich geblieben. Ja, das ist ein paar Straßen sind gleich geblieben. Ja. Hier rechts ist eigentlich Wiese. Und der vor mir, aber die Autos sind immer noch so langsam. Ja. Aber das kann man ja noch ändern. Warum? Ausmachen. Ja, ich könnte ihn auch noch modden, also dass er ein bisschen schneller fährt. Das würde gehen. Ja, aber dann muss man die Karte ja. Die Karte wird ja verändert dabei, oder? Das weiß ich nicht. Aber es sollte dann ohne Probleme weiter so gehen, eigentlich. Ich nehme an, dass hier der Trigger ist. So, Geld kriegen wir keins. Ja, aber... Was? Warte mal, wenn wir das jetzt hier reinmachen... wie kann ich mit dem reden? Mit E, gell? Ja. Hey, der zeigt jetzt an, dass Weizen drin ist, aber wir haben doch Gerste gemacht. So ein Hashtag Bug. Ich glaube, der LS19 mag Bugs. Ja, das hat ja nicht wirklich was mit LS19 jetzt zu tun, sondern eher mit der neuen Karte.
Mal schauen. So, dann, ich muss mal hier gerade abkuppeln. Also wenn du drin mit dem redest, dann ist es Gerste und nicht ist es Weizen und keine Gerste. Guck, jetzt ist das hier. 21.000 sind jetzt hier drin. Ja, aber es geht ja um das Zeug, was drin ist. Ja, das ist doch egal. Jetzt ist da auch Getreideschrot drin. Jetzt ist, ja. Mir wurde rechts unten Weizen angezeigt. Ja. Und ich könnte es jetzt entladen. Theoretisch. Wohin? Keine Ahnung. Vielleicht hier das Rohr. Da kommt dann Getreideschrot raus wahrscheinlich. Hier. Meinst du, es ist direkt fertig? Muss man das nicht produzieren? Ja, aber es war ja eben schon 30 Sekunden drin. Warte, ich guck mal. Ich guck mal hier, ob sich das gleich verändert. Warte, einen Moment. Jetzt verarbeitet das gerade. No. 29,57 zeigt es mir hier an. Jetzt 20 Sekunden. 39,57. Sekunden und dann kann es theoretisch übers Rohr entladen, glaube ich. Ja, und was mache ich dann damit? Also für was brauche ich das? Das kann man nämlich nicht verkaufen, das muss man irgendwo weiter produzieren, glaube ich. Fahren wir unter das Rohr mit dem Anhänger? Brauche ich das für Futter oder irgendwas? Für Saatgut war Saatgut Weizen. Bist du unterm Rohr? Jetzt? Ja, guck, jetzt kann ich nicht genug Platz. Ich muss genau runter sein. Nee, ich glaube, weißt du was, der lädt das in Big Packs ab. Da gibt es auch extra, wenn du mal im Shop guckst. Und der Objekt. Ach ja, hier stehen doch vier. Den? Ja, guck, die muss man wegtransportieren so. Warte. Jetzt mal nichts reinkippen, dann lade ich den Rest. Ah nee, das kann man nicht. Ich kann nichts mehr einkippen, ich bin ja schon leer. Okay, aber was machen wir mit den Big Packs jetzt? Also das ist ja... Frontlager. Nee, was machen wir damit? Also wofür sind die jetzt gut? Ist das jetzt Saatgut? Warte mal. Nee, das ist keine Saatgut. Was steht denn drauf? Getreideschrot. Ja, und dafür gibt es keinen Verkaufstricker. Ja, weil es man irgendwo weiter produzieren muss. Warte. So was denn? Das macht für mich keinen Sinn. Ein Moment. Guck mal, hier beim für Schweinefutter brauchst du das zum Beispiel. Wo bist du denn? Ich bin hier in dem Wertemarkt für Schweinefutter. Was für ein Ding? Steig in den Messe ein. Ah, jetzt hier, Schweinegehege, sag doch, Schweinegehege. Dafür brauchst du jetzt Getreideschrot, oder was? Ja, sieht so aus. Steigen aus. Wenn es das. Okay, ist aber doof. Warte, ich kann. Wobei, warte mal. Ich probiere mal kurz was, weil ich habe schon was gesehen. Da steht nämlich noch ein Fahrzeug rum. Da hier steht nämlich ein Gabelstapler. Ja. Ist ja schön versteckt. Vielleicht kann man den einfach. Jawohl, kann man einfach nutzen. Dann guck ich mal. Guck, das ist das gleiche Symbol. Ja. Dann packt das doch hier. Warte, ich fahr mal andersrum.
Ja, warte, ich mach's auf den HWA. Ja, das in die Plan ist dann ein bisschen weh. Okay, jetzt kannst du es richtig machen. Warte, ich probiere gleich mal aus, ob ich zwei nehmen kann. Alter, haben die eine krasse Position. Ne, kann ich nicht wegen der Breite. Ah, toll. Mhm. Ah ja. Läuft. Läuft auf jeden Fall. Ja. Und er hat die Höhe erreicht. Höher kriege ich den gar nicht. Ja, dann geht's nicht. Was hat man hier dann in Stapler stehen? Ey, das geht mir jetzt schon auf die... auf den Geist. Hm. Ah, warte, aber kannst du nicht daneben fahren und einfach per R aufladen? Ja, ich probiere das mal. Hast du dein Strohchaos schon beseitigt? Ja. Jetzt hänge ich fest. Ah, guck sie. Okay, und wie viel ist da jetzt drin in einem Pack? 2000. Okay, das geht ja eigentlich. Das sieht ganz schön weiß aus. Können wir das einlagern? Nee, gell? Nur in den Verti-Dings da, Max. Mhm. Muss man mal gucken. Ah, jetzt steht unten dran 15% Schreineschrot. Getreideschrot. Schreineschrot. Also 100% entladen. Wenn ich da jetzt I drücke, was passiert? Passiert nicht. Katastrophe jetzt. Klaus, sind einfach nur ein paar gekommen. Mhm. Okay. Gut, dann ist es so. Ja. Dann lade ich die von mal auf. Wenn ich dann hier mit dem vielleicht schon bin. Warum kann ich jetzt nicht mehr aufladen? Bis zu weit weg wahrscheinlich. Ich stehe genauso weit wie du von. Du musst auch die Taste R drücken. Nee, echt? Echt. Guck, das funktioniert doch. Ja, jetzt funktioniert's. Wobei ich nicht weiß, weshalb der Strautmann beladen wurde. Okay. Dann können wir auf jeden Fall mal die Schweinefutterstation. Und lol, die Big Packs nehmen sogar eine Größe ab. Mhm. Sind animiert. Das sind einfach die besten Big Packs EU West Nord. Krass. Okay, dann fahre ich mal wieder das Zeug hier nach Hause. Dann beschickt man einfach die. Was gehört denn das Schweinefutter-Ding noch rein? Weizen, glaube ich. Nee, Kartoffeln. Kartoschka. Kartoschkas. Ja, scheiß drauf. Alter, es ist so brutal warm heute. Nein. Bei mir schon. Bei mir auch schon. So, eine Folge, in der wir eigentlich nichts erledigt haben. Ein bisschen negativ. Ja, testen muss sein. Ja, hoffentlich haben wir irgendwann Ahnung, wie das Ganze funktioniert. Und irgendjemand macht auch immer das Licht an. Weil nicht ein Haus, naja, Haus zum Schlafen haben wir. Mhm. Jetzt müssen wir auch bald mal Kühe kaufen. Können wir die versorgen? Stroh hätten wir genug. Und... nee, noch nicht. Dann müssen wir das Gras machen. Dann bräuchte man noch einen Butterfly. Willst du das mal kaufen? Jo, kann ich machen.
Was darfst du überhaupt kaufen? Oh Gott, sorry. Okay. Habe ich gekauft. Steht jetzt beim Shop. Nee, du hast jetzt nicht beide gekauft. Nee, das war nur das große, oder? Ja. Okay. Ich weiß ja, was der Start-Tobak ist. Ich bin ja ein schlaues Kind. Nicht so wie alle anderen in meiner Klasse. Bin da, wer noch? Was läuft noch? Doch, jetzt. So, und wo lade ich das jetzt ab? Mal gucken. Einfach doch, du musst einfach ein Abkürzungssymbol sein. Nee, das ist es ja eben nicht. Das ist ja bei dem anderen Ding oben auch nicht. Musst wahrscheinlich erst wieder die Maschine anmachen. Ist an. Da gibt es keinen. Ich kann das hier nicht abladen. Probier mal jetzt. Oder du musst einfach wieder abladen und gucken, hoffen, dass es passt. Oder du musst es mit dem Frontlader oben drauf machen. Ja, das muss ist es wahrscheinlich. Dann hol mal den Radlader. Hol den Firma. Auch wenn es kein Radlader ist, aber ich hol den. Ja, diesen. Das steht Frontlader dran, aber das ist lächerlich. Frontlader gehört ins Fahrzeug. Das ist ein Kompaktlader. Also kann man konfigurieren. Das ist trotzdem kein Kompaktlader. Laut Beschreibung. Frage ist nur, wie lang. Soll ich das einfach jetzt auf den Boden kippen? Jo. Ich mach mal ein bisschen, damit du siehst, ob es geht. Ja. Ey, nicht aussteigen. Ah, warte, warte, bleib stehen. Nochmal, fahr nochmal hin. Ich kann dir direkt in die Schaufel kippen. Echt? Ja. Oder bist du sowieso voll? Nee, noch nicht. Ja. Ja, nice. Cool. Warte, noch nicht abkippen. Brauch ein Bildchen. Mach doch ein Bild während ich abkippe. Ja, jetzt. Ja. So geht die ganze Geschichte. Also die ganze Karte ist einfach darauf ausgelegt, dass du alles machen musst. Mach mal Conchiba, das sieht schön aus. Soll ich denn wissen, was Conchiba ist hier? Einfach mit U durchswitchen. Ja, ich weiß auch. Aber ich habe ja das Hilfe-Ding immer aus. Deswegen habe ich es ja gesagt. So, gut, dann beschickt mal das Teil hier. Geh mal ganz runter immer mit dem Teil. Dann sieht es noch ein bisschen schöner aus. Okay, das dauert eine ganze Menge. Ja, eine ganze Weile. Gerade mal gucken. Haben wir hier nicht noch Zusatz Frontladergabeln oder so? Doch, haben wir. Ja. Den schwarzen Frontlader. Beim Strohänderungsten. Hä? Andere Schaufeln, größere Schaufeln, Zusatzmods. Eieiei. Du wolltest keine draufnehmen. Ich habe nur gefragt, ob sie nicht. Wie viel Volumen hast du? 1200 irgendwas. 1300. Aber es lädt immer nicht ganz auf. Also 1284. Also, wenn wir zum Beispiel die vom Teleskoplader nehmen, da hätten wir 2,8 Volumen. Dann, wir können das ja auch konfigurieren. Was heißt denn bei dir immer konfigurieren? Ich check's nicht. Ja, komm mal. Bitte. Wenn du mal in den Shop guckst. Bei Fahrzeuge und dann bei. Ich gucke aber nicht nach Fahrzeugen, sondern nach Schaufeln. Nein, ich will dir nur zeigen, was ich mit Konfiguration meine. Jetzt weiß ich, Kompaktlader und Ding. Okay. Geh bei Frontlader rein. Nee, hab ich schon.
Und das da bringt kann man konfigurieren, Kompaktladen. Das ist Kompaktlader konfiguriert. Und ich kann den Teleskoplader konfigurieren. Kann man. Ja, kann man. Ja, dann weißt du ja, was du in der nächsten Folge machst. Mach ich jetzt. Nee, jetzt sind wir nämlich am Ende. So, wenn es euch gefallen hat, gerne Like, Abo oder Kommentar. Und morgen, 19 Uhr, natürlich die nächste Folge hier vom Hofbergmann. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.